Ich habe so das Gefühl, es führt jetzt am Gelmir hoch. Dieser Weg hier. Die Einsiedlerhütte. Kochendes Magma. Keule, Faden. Ist kochendes Magma zufällig ein Zauberspruch? Flammenschleuder. Flamme des grausamen Gottes. Ne, dann ist kochendes Magma wahrscheinlich was zum Craften hier, ne? Auch nicht. Was ist kochendes Magma jetzt schon wieder? Ah. Feuert einen Magmaklumpen ab, der nach einiger Zeit explodiert. Auch interessant. So eine kleine Feuerzauberei hier. Ich habe schon wieder die Schnauze voll. Das ist wieder so ein Moment, wo ich einfach sagen muss, das Spiel mobbt mich. Also es ist wirklich mittlerweile mehr als offensichtlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich hatte genau in dem Moment keine FP mehr, wollte trinken. Er hat den Trank nicht getrunken. Ich weiß gerade nicht warum. Vielleicht, weil ich in Bewegung war oder sonst was. Und das führte dann ultimativ dazu, dass ich gegen den Bären verloren habe, obwohl ich ihn locker hätte töten können. Es ist... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt brauchen wir 5-mal goldene Saat. Und ich denke, dass wir dann... Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch viele Flaschen kommen. Vielleicht noch 2. Wobei vermutlich eher nur noch eine. Ja, weiß nicht. Ich bin nicht so ein großer Freund davon, dass ich immer wieder Situationen in diesem Spiel... Immer genau solche Situationen ertragen muss. Es ist jetzt schon wirklich... Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr... sehr, sehr, sehr offensichtlich. Also, und da das Spiel nicht programmiert sein kann, so gehe ich davon aus, dass ich einfach nur auch hier unfassbares Pech im Leben habe. Das ist leider einfach so. Aber gut, das ist auch nicht seit gestern so. Also, im Grunde müsste ich es eigentlich besser wissen, beziehungsweise ich müsste... besser damit umgehen können. Vielleicht kann ich das eines Tages sogar. Aber noch wehre ich mich regelmäßig gegen mein Schicksal. Kam der Bär überhaupt? Und wo kam der? So, der jumpt da einfach. So, jetzt treten wir das Ding schon vorher. So. Der nächste Runenbär beißt ins Gras.
Ganz schön steil, dieser Gelmir hier. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier runter gucken, müssen wir Leonia sehen. Jupp, da vorne ist Raya Lucaria. Caria Männer, da unten. Raffiniert. Schotterstein. Oh nein. Ich weiß nicht genau, wofür Schotterstein da ist. Das ist auch, glaube ich, nicht der Standardweg zum Gelmir. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal oben lang sehe, dann ist hier ein Pfad. Und den sind wir gar nicht gegangen. Flaschenzug-Armbrust. Das klingt durchaus interessant. Gucken wir uns das mal an. Eine Armbrust mit Flaschenzug mit Stahl und Stahlfedern. Ihr komplexer Mechanismus wurde angeblich von einem Genie der Mathematik und Mechanik entworfen, das sich den fundamentalistischen Prinzipien der Goldenen Ordnung verschrieben hatte. Ein Schuss heute eine ganze Bolzensalve. Sorgt also stets dafür, dass ihr genug Munition habt. Krass. Ich von schlechten Eltern. Handwerkerhütte. Wie viele Runen hatten wir? 28.000, naja. Wir teleportieren uns jetzt erstmal wieder hier hoch. Ah, die kämpfen da drüben gegen Ritter. Das sind auch vermutlich die, die dann gestorben sind zwischendurch. Infernalischer Prälatenstab, Feuerprälatenrüstung. Ui, die bietet auch viele Rüstungen. Eine Schwarzeisenrüstung, Teil des Gewands der Feuerprälaten, ihres Zeichens Kommandeure der Feuermönche. Ah. Die gewaltige Statue der Prälaten ist ein Symbol für die schwere Verantwortung, die sie als Hüter der Flamme tragen. Brennt dies in eure Brust als Zeichen meiner Macht. 45 Stärke natürlich. Ansturm des Prälaten. Rammt die Waffe in den Boden, um eine Feuersbrunst zu entfachen und stürmt dann los.
ein gewaltiger Hammer im Design einer Feuersbrunst. Die bevorzugte Waffe der Feuermönchprälaten. Das Gewicht steht symbolisch für die Last der Verantwortung auf ihren Schultern. Der Kopf des Hammers ist ausgesprochen massiv und starke Angriffe schleudern Gegner in die Luft. Was passiert hier sonst noch so? Handbuch 7 des Rüstungsschmieds. So, was erzählt der Rüstungsschmied? Riesenfeuertopf. Werft dies auf einen Gegner um schweren Feuerschaden. Es verbraucht sogar FP. Feuertopf. Ja, das ist wohl die dritte Stufe des Feuertopfs. Man braucht eine Feuerblüte dafür. Wir können die ja mal ausprobieren. Ich meine, die verbrauchen sogar FP. Wie viel Schaden müssen die dann machen, um das zu rechtfertigen? Ah, diese erbärmlich, sie werden mich nie finden. Was soll das überhaupt heißen, sie werden mich nie finden? Wo versteckt sich denn einer hier? Ah, du? Bist du das? Hey, ich werde überleben, das schwöre ich. Bald bin ich zurück im Haus Vulkan. Der ist das, ne? Feuriger Skorpion-Talisman verstärkt Feuerangriffe. Und dann müsste doch theoretisch unsere Feuerwaffe auch stärker sein. Also unser Speer da. Dieser Speer von Visa Vike. Der dürfte dadurch ganz schön geboostet werden. Ja, nice. Dann haben wir diese Festung Late auch abgeschlossen. Hatten wir alles erledigt. So. Ich glaube aber, dass wir hier unten noch nicht überall durch waren. Also wir haben noch nicht alle Wege des Gelmirs hier unten erkundet. Und das sollten wir tun, bevor wir weiter nach oben gehen. Wir haben noch von dieser, wie hieß sie, Raya oder so? Hieß sie Raya? Hatten wir von ihr nicht eine Einladung in das Haus Vulkan bekommen? Und das Haus Vulkan wurde jetzt gerade auch schon wieder von diesem Geist benannt. Ich würde daher jetzt mal vermuten, das ist erstmal wieder Zombies. Ja, ich würde daher vermuten, dass das Haus Vulkan hier eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Wenn wir hier weiter emporsteigen. Ach, come on. Are you fucking kidding me?
Verjüngende Boli, schwere Bestienknochen, Glassplitter. What the fuck? Heranwachsender. Ah ja, das ist die Brücke. Das ist die Brücke, der eigentliche Weg zum Gelmir. Der aber logischerweise zerstört ist und dadurch kommen wir auf normalem Wege nicht auf den Berg. Die, you shithead. So, ich dachte, das ist jetzt ein NPC und er hat gar keinen Bock zu kämpfen. Naja, machen wir das Ding mal auf hier. Steinschwert, Schlüssel durch Benutzung zerbrochen. Was ist das jetzt schon wieder? Gruft Nummer 5000. Donnerstrom, Hölle. Ne, Höhle. Hölle, alles klar. Irgendeinem Grund kann ich gerade die Karte nicht aufrufen, weil er denkt, ich bin in irgendeinem Ups-Kampf. Dass ich clearly nicht bin. Hi. Sorry. Ist ein bisschen sehr eng hier. Geht das schon wieder los? Dieser verdammte Vergiftungsmüll, ne? Ja, Giftfett. Toll. Das hilft mir echt ungemein. Genau das, was ich jetzt brauche. Am besten wir lassen zu, dass wir vergiftet werden. Dann haben wir erstmal Ruhe. Ja, das war verdammt knapp. Das war wirklich verdammt knapp. Jo. Sehr gut. Was haben wir denn hier Feines? Klumpenfleisch, an dem sich die Ratten gelabt haben. Ist ja ekelhaft. Ist auch nicht viel schlechter als eine Beefy, aber trotzdem irgendwie. Was für eine Reise nach Jerusalem? Für Damn Lachs. Fick dich. Ich habe einfach kein Leben. Ich habe einfach kein fucking Leben.
Dann machen wir es halt so. Dann gehen wir auf Nummer sicher. So, komme ich von hier aus da oben hin. Bewahrende Woli, naja, auch nicht so wichtig. Man hört hier irgendwas auf jeden Fall. Goldene Rune. Ah ja, das ist aber der Ort, wo wir eben waren, okay. Da ist noch ganz viel Zeug. Komm schon. Ich finde es interessant, dass sie diese Kackblumen anbeten. Das stört mich dann ja nicht. So, erledigt. Pilzkopf. Pilzkörper, Pilzarme, Pilzbeine. Oh mein Gott. Unrasiertes Fleisch, was? Ah ne, geräuchertes, immunisierendes Fleisch. Ja, okay. Pilz. So, dann haben wir diesen Bereich jetzt auch abgeschlossen. Jetzt gab es hier hinten noch eine helle Höhle, ne? Irgendwo hier unten. Oder nennen wir es einen hellen Höhlenbereich. Und zwar hier. Oh Gott, das riecht so unfassbar nach Boss. Ah, wir haben das Gift schon abgebaut, sehe ich gerade. Höhere Ratten. Giftknochenwurfpfeil. Wie tief geht es noch nach unten? Ja. Okay, da ist der Boss. Was ist auf der anderen Seite? Noch Loot. Goldene Rune 6, na immerhin. Ganz ehrlich, 3 Tränke mit Popotränen dürften reichen. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann mache ich was ganz anderes falsch. Frost der Fäulnis. Oh, okay. Jubel des Sprosses der Fäulnis.
Das sind doch Standardgegner gewesen. Warum machen sie da jetzt eine Bossbegegnung draus? Also, sie versuchen schon teilweise wirklich ein bisschen... Sieht aus wie ein Alien, ne? Ein Talisman, der den Jubel von Seuchen darstellt, erhöht die Angriffskraft, wenn in der Umgebung jemand an Gift oder Fäulnis leidet. Fäulnis für die scharlachrote Göttin. O Scharlachblüten, gedeiht in der Fremde und kehrt zu uns zurück, euren geliebten Kindern. Ja. Also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass sie versuchen, teilweise auf Krampf irgendwelche Bossbegegnungen hinzubiegen. Also klar, das ist auch der Masse an Bossbegegnungen geschuldet. Aber weniger ist manchmal auch mehr. Ein bisschen. So. Ja, wie gesagt, hier, das scheint der normale Weg, den Gelmi hoch zu sein. Aber irgendwie ist die Brücke ja sowieso Schrott, also können wir da gar nicht hoch. Ja, und wir müssten jetzt theoretisch von der Handwerkerhütte weitergehen. Wir werden jetzt auch nochmal ein bisschen weiter nach oben gehen. Hello, my friends. Moment. Haben die sich einfach getarnt? Haben die sich einfach als Viecher getarnt? Habe ich schon gesehen. Ja. Also das Video ist jetzt nicht ganz 30 Minuten, aber ich höre jetzt an der Stelle auf, weil das ist mir einfach zu blöd. Diese langsame Aufstehanimation, in der man nichts machen kann und dann kommt das Ding einfach zurückgerollt wie so ein Hot Wheels. Auf Droge und mäht dich um und dann bist du halt tot. Ja, das ist mir jetzt gerade in der Summe ist mir das zu blöd und deswegen mache ich jetzt lieber Schluss, bevor ich richtig gefrustet bin. Ich würde sagen, wir machen das nächste Mal einfach beim Mount Gelmir, Berg Gelmir, wie auch immer, machen wir hier weiter. Ja, klar, ich könnte jetzt auch mal am Altusplateau weitermachen, aber irgendwie... Hier ist ja auch die Welt zu Ende. Zumindest sieht es so aus. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir jetzt hier irgendwie Story-Elemente überspringen könnten. Und so wie das aussieht, ist es ein optionales Gebiet fast. Weil hier diese Grace hier, diese Gnade, die weist ja auch eher zur Hauptstadt bzw. hier oben hin. Aber sie weist nicht hier hin. Insofern machen wir das jetzt hier oben erstmal. Und gucken, was noch passiert. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.